Zwei von zwei. Das könnte ein neuer Gosselhof-Rekord werden. Eins, zwei. Ich weiß, es ist aufregend, aber steh ruhig, kleiner roter Traktor. Ich schaff's nie, wenn du dich immer bewegst. Jetzt geht's los. Und Ruhe, bitte. Und jetzt ab mit dem Ding. Getroffen. Tja, das war aber wirklich ein großartiger Wurf. Es war zwar etwas anders geplant, aber es sind nun mal 3 von 3 Treffern und ich bin jetzt offiziell der Gösselhof-Reifenwurfmeister. Hey, hast du Lust auf ein Spiel? Ich lass dir auch den Vortritt. Ich kann leider nicht. Ich muss Autoreifen für die Werkstatt holen. Aber es findet heute Nachmittag in Plätscherbach eine Auktion statt. Da könnten wir vielleicht hin. Sehr gerne, danke, Nicola. Wir hatten heute Nachmittag noch nichts vor, stimmt's, kleiner roter Traktor? Also, bis später dann. Bis später, Nicola. Anfängerglück. Sieh mal, Mama, meine Narzissen sind alle aufgegangen, genau wie Janis gesagt hat. Die sehen wunderschön aus. Pass auf, wo du hintrittst. Du machst mir sonst noch meinen Garten kaputt. Entschuldige, aber das ist der Wind. Oh! Guten Morgen zusammen. Mann, seid ihr aber alle fleißig. Hallo Jan. Hallo kleiner roter Traktor. Hallo Emma. Du hast wirklich Talent zum Malen, Laura. Oh, danke. Es ist nur ein Hobby. Aber ich liebe es, weißt du? Ich glaube, ich brauche auch wieder ein Hobby. Seit ich mit dem kleinen roten Traktor fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun in meiner Freizeit. Versuch's doch mal hiermit. Ich habe noch eine Staffelei und Zeichenpapier. Weißt du was? Ich versuch's wirklich mal. Stehst du mir Modell, kleiner roter Traktor? Pling! Oh, das war's wohl. Großer Blauer, guten Morgen. Ich wünsch den Tag ohne Sorgen. Wow! Ein kleines Lied und schon ist der Tag gerettet. Ja, natürlich. Aber wenn's Ihnen nichts ausmacht, möchte ich, dass Sie den großen Blauen auftanken. Und zwar ein bisschen fix, wenn's geht. Ich habe nämlich noch eine Menge auf dem Zettel. Also, hopp, hopp. Sie brauchen ein Hobby, Herr Junker. Dieses ewige Rumgehetze ist nicht gut für Sie. Wenn du schuftest ohne Maß, bleibt dir kaum noch Zeit für Spaß. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich habe keine Zeit mehr. Es gibt heute Nachmittag eine Auktion in Plätscherbach und Auktionen sind mein Hobby. Die Spannung. Die Aufregung. Soll ich hoch angehen oder lieber niedrig? Kaufen oder verkaufen? Es gibt nichts Besseres. Es geht um Taktik, verstehen Sie, Walter? Ums Timing. Wann den Arm heben und wann warten. Und natürlich muss man zeitig vor Ort sein, um die sich lohnenden Angebote zu kennen. Wirklich? Na dann werde ich Sie ja nachher erleben, Herr Junker. Nicola und ich werden nämlich auch zu dieser Auktion gehen. Ja. So ist es. Oh, ist das der Auktionskatalog? Oh ja, denn es zahlt sich doch immer aus, wenn man vorher einen Blick da hineinwirft. Alle Informationen, die man braucht, findet man hier drin. Nur zu. Sehen Sie sich's gut an. Was? Haben Sie irgendetwas entdeckt, was Lohnendes? Oh, nein, nur eine Magenverstimmung. Nun gut, ich muss los. Jan? Wir müssen zu dieser Auktion. Ich habe das ideale Hobby für dich entdeckt, bei dem ich dir helfen könnte. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Treffen wir uns da? Okay, wir sehen uns da. Bis dann, Nicola. Was soll das denn sein? Eigentlich sollte es der kleine rote Traktor sein. Naja, er ist rot. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie begabt für dieses Hobby bin. Oh, Jan, es braucht Geduld. Du kannst doch nicht schon beim ersten Versuch ein Wunder erwarten. Was meinst du, kleiner roter Traktor? Soll ich aufgeben? Ich verstehe. Auch der kleine rote Traktor ist meiner Meinung. Nicola sagt, es wird was sehr Interessantes auf der Auktion versteigert. Also gehe ich mal los und schau mir an, was es ist. Wir sehen uns dann später. Gut, und danke für den Malunterricht. Bis nachher. Bis nachher. Und dieser wunderbare Köderkasten geht an Herrn Junker. Wie alles. Danke. Wundervoll. Oh, ich liebe diese Auktionen. Was gibt's als nächstes? Das nächste Angebot ist dieser zauberhafte Bär. Der ist ja entzückend.
Danke, Herr Junker. Ich habe ein Angebot von 5. Bietet jemand 6? Ja, 6. Ich sehe 6 von dem Herrn in der grauen Jacke. Bietet jemand 7? Mama, Emma und ich gucken mal, wo Jan ist. Ist gut, aber bleibt in der Nähe vom Zelt. Danke, das Angebot ist 7. Kommen Sie, meine Damen und Herren. Was für ein liebenswertes Bärchen. Bietet jemand 8? Seien Sie gegrüßt, Herr Junker. Danke, ich habe 8 gehört von dem Herrn in dem übergroßen Pullover. Nimm den Arm runter. Der Mann denkt, dass du mitbieten willst. Jan, da bist du ja. Wieso bist du denn so aufgeregt? Was hältst du von dem da als neues Hobby? Der ist ja fantastisch. Da müsste man eine Menge Arbeit reinstecken. Das könnten wir doch zusammen machen. Na komm schon, Jan, du brauchst doch ein neues Hobby. Oh, der kleine rote Traktor hat Angst, dass er einfach ersetzt wird. In Wahrheit brauche ich seine Hilfe, um den hier wieder hinzukriegen. Och, mach dir keine Sorgen. Niemand kann den kleinen roten Traktor ersetzen. Als erstes muss er das Ding zu euch schleppen. Es geht nur um ein Hobby für Jan, das ist alles. Du hast recht. Wir sollten es ersteigern. Wow, was ist das? Das ist eine sehr alte Zugmaschine. Sie ist schon über 100 Jahre alt. Sie hat damals schon die Sachen gemacht, die heute Traktoren und Lastwagen erledigen. Wie viel kostet die? Ich habe keine Ahnung. Steht kein Preis dran. Auch keine anderen Informationen oder sowas. Die Einzelheiten stehen vielleicht im Auktionskatalog. Oh, aber den habe ich nicht. Aber Herr Junker hat einen. Lass uns mal sehen, was wir rauskriegen können. So machen wir's. Noch ein Angebot für diesen liebreizenden Teddybären? Sonst geht er für 30 an Herrn Junker. Zum Ersten zum... Hallo, Walter! Moment, noch ein Angebot. Das ist sehr großzügig. 31 von dem Herrn im Pullover. Und zum Ersten... Hallo, Stumpi! Und ein neues Angebot. Ich danke Ihnen vielmals. 32 von dem Mann in Orange. Wer? Was? Meint er etwa mich? Was geht hier vor? Dieses Teddybärchen geht an den Herrn in dem modischen orangefarbenen Anzug. Oh, danke. Hab ich was gewonnen? Nein, Walter, Sie haben für viel Geld diesen Teddybären ersteigert. Tatsächlich? Als nächstes haben wir diese wundervolle alte Zugmaschine. Sie ist ein bisschen betagt, aber mit etwas Arbeit kann man ein Schmuckstück daraus machen. Was darf ich hören? Ach, wer will denn schon dieses rostige alte Ding haben? Also für mich gehört das auf den Schrottplatz. Jan, jetzt ist dieses Traktording dran. Diese Zugmaschine, ja. Aber wir wissen nichts darüber. Herr Junker hat doch einen Katalog. Ich frag ihn, ob wir da mal reingucken dürfen. Stumpi, lass bloß den Arm unten. Das kann ein teures Vergnügen werden. Oh, ich glaub nicht, dass wir da mitbieten wollen. Stimmt doch, Schatz. Darf ich da mal reingucken? Nicht doch, ich bin beschäftigt. Danke, Herr Junker, sehr großzügig. Emma! Ich versuche, mich auf die Auktion zu konzentrieren. 200, vielen Dank. Und 250 von Herrn Junker. Oh, vielen, vielen Dank. Was für eine aufregende Auktion. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich bin überrascht, dass Herr Junker plötzlich an so alten Sachen interessiert ist. Das ist er doch sonst nicht. Wer bietet mehr? Herr Junker, kann ich bitte mal in den Katalog sehen? Was soll denn das? Ja, was sehe ich? 400 von Herrn Junker. Was hört man dazu? 400. Noch ein Gebot? Und zum Ersten? Hä? Zum Zweiten? Was? Nein. Augenblick, ich habe doch nicht geboten. Nein, hören Sie, ich habe doch nur... Aber. Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Ich bin richtig ein bisschen neidisch. Was für ein wunderbares Stück. Was wollen Sie damit machen, Herr Junker? Aber ich wollte das Ding überhaupt nicht haben. Ich habe doch einfach nur versucht... Ach, was soll ich denn bloß mit dem rostigen alten Ding anfangen? Ach, verflixt! Wenn Sie wollen, könnten wir zusammenlegen und Ihnen die alte Zugmaschine abkaufen. Das würden Sie tun? Oh, da wäre ich richtig erleichtert. Jetzt hast du ein Hobby, in das du dich richtig reinknien kannst. Bist du sicher, dass der kleine rote Traktor die abschleppen kann? Sie sieht wirklich sehr, sehr schwer aus. Kein Problem. Sowas machen wir jeden Tag. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Ich kann's kaum erwarten, mit meinem neuen Hobby anzufangen.